Der Impfstoff, der zur Verfügung steht, ist ein RNA-Impfstoff, entweder der Firma Moderna oder der Firma BioNTech. Diese RNA ist quasi eine Nukleinsäure, die dann das Antigen, das Eiweiß des Virus herstellt, gegen den die hauptantigene Antwort gerichtet ist. Soweit wir wissen, ist dieser Impfstoff sehr sicher. Aus den Studien ist also nichts von schweren Nebenwirkungen bekannt. Das sind übliche Impfstoffnebenwirkungen, wie beispielsweise Rötungen und Schmerzen an der Einstichstelle und vielleicht manchmal so ein bisschen Abgeschlagenheit, aber keine ungewöhnlich starken Nebenwirkungen. Das kommt wahrscheinlich auch daher, dass diese Impfstoffe sehr sauber sind. Es sind im Grunde nur die RNA-Komponente, dann sogenannte Liposomenbildner, die quasi diese Nanolipidpartikel machen, in denen dann die RNA eingepackt ist, und ansonsten Puffersubstanzen und Substanzen, damit das im Körper einfach gut vertragen wird. Manche fragen, das kann doch jetzt gar nicht sein, dass dieser Impfstoff sicher ist, weil die Entwicklungszeit doch sehr, sehr kurz war. Hier muss man sagen, hier gibt es einige Aspekte, die einfach das befördert haben. Zum einen kannte man diese RNA-Impfstoffe schon von früher aus der Tumorimmunisierung und hat da sehr gute Erfahrungen gemacht. Zum anderen ist es so, dass auch sehr viel Geld investiert wurde, damit Studienphasen ineinander gestaffelt werden konnten, sodass das jetzt sehr beschleunigt werden konnte. Und das wirklich Überraschende ist, dass dieser Impfstoff eine sehr, sehr hohe Effektivität hat von über 90%, dass man also wirklich einen sehr guten Schutz bekommt durch diese Impfung. Es gibt ja einige Berichte im Internet, die sagen, das sei ja nun eine Nukleinsäure, die da in den Körper hineinkommt und das könne unser Genom verändern. Da muss man sagen, das ist eigentlich ganz großer Quatsch. Diese RNA kann nicht in unser Genom integrieren, das ist eine andere Art von Wirkstoff. Sie kommt auch gar nicht dahin, wo sie hin müsste, nämlich in den Zellkern, wo normalerweise unser Erbgut eben liegt. Und man braucht einfach nur mal einen Vergleich anzustellen. Ja? Wir haben hier das Einbringen einer kleinen Menge an mRNA durch den Impfstoff. Wenn Sie eine Infektion durchmachen, sei es mit Corona, sei es mit einem Influenzavirus, sei es mit einem Schnupfenvirus, haben Sie Riesenmengen mRNA eines Virus im Körper. Und da gibt es keinerlei Belege, dass diese mRNA irgendwie unser Genom verändert. Also Sie haben die Wahl, entweder große Mengen an RNA bei einer Infektion oder die kleine Menge nach dem Peaks durch die Impfung, die dann uns auch noch vor der Infektion schützt. Es ist im Moment ja die Rede davon, dass wir sehr viele Varianten des Virus bekommen. Von allenthalben gibt es Berichte von Mutationen des Virus, die das Virus dann auch schneller verbreitbar machen. Das Gute ist, dass es bislang keinerlei Indizien dafür gibt, dass der Impfstoff gegen diese Varianten nicht mehr wirksam ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Eiweiß des Virus, was zur Immunisierung benutzt wird, sehr, sehr groß ist und sehr, sehr viele Bereiche hat, gegen die dann sich das Immunsystem richtet. Und da müsste das Virus schon sehr, sehr umfassend mutieren, damit der Impfstoff nicht mehr wirksam ist. Also man kann sagen, der Impfstoff wird auch gegen alle möglichen neuen Varianten, die da kommen, wirksam sein.